Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Wonder zusammen mit dem Sunny, der immer noch ein bisschen krank ist. Hi. Ja, beim letzten Mal haben wir 20 Minuten lang hier eine Blume gesucht, beziehungsweise eine Münze. Ihr habt davon wahrscheinlich nur so ein, zwei Minuten gesehen. Die war aber auch echt grausig versteckt. Und heute haben wir hier weitere Welten vor. Zum Beispiel den Klimmsprungtest 2. Also den Abzeichentest. Schwierigkeit Grad 4. Das heißt, wir werden jämmerlich scheitern, weinen und schreien. Wahrscheinlich, ja. Oh, ihr Synchron. Geil. Was ist die grüne Wand? Ich carry dich durch. Oh, ich glaube, wir müssen an den grünen Wänden dran kleben. Alles andere schmeißt uns zurück. Okay, ich habe sie hochgeschafft. Ich glaube an dich. Ob hast du dich ich für die Grüne... geschafft. Kannst du hier runterkommen? Da ist eine 10er Münze. Abse. Nein. Ach komm. Ich krieg nicht den Speed, den ich brauche. Ich wünschte, ich könnte nach unten gucken, dass du eine Kamerasicht hast. Ja, das ist wirklich zum Kotzen mit der Kamera. Sag mal. Aufhören. Das Level ist generell ein bisschen schlimmer. Wir dürfen halt nicht einmal die Wand rechts berühren. Boah, ich verstehe auf jeden Fall, warum das Schwierigkeitsgrad 4 hat. Okay, einer muss sich für die Münze da rechts opfern. Ich opfer mich mal freiwillig. Bleib da einfach. Jo. Oh, ich habe sogar geschafft, auf der Plattform zu landen. Ich habe dich jetzt auch schon unten gesehen. Nein. Hab's geschafft. Oh. Ne? Bleib da. Bleib hier. Es sollte immer nur einer versuchen, am besten. Ja, das ist, glaube ich, wirklich besser. Im Bestfall sogar der mit der... Damit wir nicht alles nochmal neu machen. Im Bestfall der die Kamera hat. Okay. Ja, gut, die Kamera wird ja weitergegeben. Ich verstehe, wie das Level funktioniert. Die Grünen, die bewegen sich nicht und die Roten, die drehen sich. Nein. Wir wollen uns so gesehen von denen hochdrehen lassen. Okay, man will auf der linken Seite von dem Ding da sein. Oh, drauf geschafft. Du machst das! Oh oh. Oh, nee, du musst auf der anderen Seite, von der anderen Seite versuchen. Oh, bin drauf. Wie soll das da denn funktionieren? Oh, ich verstehe wie. Du musst das Momentum mitnehmen. Okay, wir haben alle drei Münzen tatsächlich. Warte. Nein, okay, das hole ich Oski nach. Ja. Sorry, ich war jetzt zu schnell. Tut mir leid. Ich habe noch gesehen, dass die Wand da links ist. Ja, die habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Es tut mir leid. Alles gut. Du weißt, so Flaggen hole ich definitiv offscreen nach. Die müssen wir nicht aufbrechen und verderben, onscreen holen. Ja. Außerdem das mit der Münze letztes Mal beispielsweise auch. Möchtest du es verwenden? Nein. Nee, gerade nicht. Den Klimmsprung, den fühle ich nicht so. Oh, was 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Was ist das denn für ein süßes Ding? Wir werden es herausfinden. Oh, wir haben ja das noch ausgerüstet, oder? Okay, die haben Feuer. Jetzt ist es nicht mehr putzig. Es erinnert mich ein bisschen an Wiggler. Ja, same. Bestimmt darf man nur auf das gelbe Ding da treten. Ja, das hat ihn umgebracht. Dieser Goomba, ne? Der sah so gelangweilt aus. Boah,
Wollen wir das kaputt machen? Ich weiß es nicht. Yay. Oh! Dum 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 dum. Ja, zum Mitnehmen. Oder auch nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, der ist neu. Weg mit dir. Magst du mal die Wand hier aufschlagen? Ja, klar. Ich komme. Ja, und direkt die Eule weghauen. Perfekt. Eulen sind nachtaktiv. Die hat hier gar nichts zu suchen. Ich würde hier oben gern was sehen. Ja, ich komme sofort. Ich wüsste gern, ob hier oben was ist. Whee! Hast mich runtergezogen. Entschuldigung. Oh, ah! Ein aggressiver. Guck mal, der ist rot. Der ist auch immun gegen die Seifenblasen. Oh, ja, das war doof. Warte, nimm du das? Okay, war jetzt nicht das, was ich dahinter erwartet habe, aber ist in Ordnung. Ich glaube, warte, ich glaube, der muss das auch prügeln. Ah, das kann sein. Ja. Oh, die Map wird so langsam zugeschneit. Oh, das ist cool. Du darfst dich eigentlich nicht in den Weg stellen von dem Schnee. Du stehst gerade voll im Weg. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir unendlich weit hoch wollen. Ich glaube, wir wollen trotzdem weiter nach rechts. Da guck mal, die Kamera geht ja auch nicht mit hoch. Hm. Ja. Oh, Powerblock! Du hast Seifenblasen. Mach mal Seifenblasen in meine Richtung, sonst wäre ich über deine Seifenblasen vielleicht da rangekommen. Jetzt bist, aber du bist herangekommen, alles gut. Oh. War nur eine Münze. Ja, wenn du da dran gehst. Wenn ich da dran gehe, wäre es was anderes gewesen. Ja, ein Elefanten auf Abruf. Dass der Elefant hier durchpasst, ist ein Wunder. Wie kommt der Schnee von rechts? Ich hab keine Ahnung. Das Teil, was wir wollen, ist da links. Das habe ich schon gesehen. Aber wir können ja noch ein bisschen Geld mitnehmen. Mach das. Danke. Du hast mir geholfen, danke. Bitte. Ich find am Leben sein schrecklich. Oh, ich glaube, hier müssen wir schnell sein, bevor die kommen. Sprinten war auf Y, ne? Ja, bei mir auf Kreis.
Warum ist der eine da eigentlich so aggressiv? Wie kann man dir helfen? Ist das frustrierend? Das hat dieser Unruhestifter angerichtet. Und da wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gehen bis ganz nach oben. Und jetzt kann dann nicht mal jemand etwas unternehmen? Ja, wir unternehmen sofort was. Piranha weg. Hui. Und haben das Level Angriff der Spießerische. Sie haben sich echt Mühe gegeben, neue Gegnertypus zu erfinden. Ja. Warte mal, ich wechsle das Abzeichen jetzt wieder auf die falsche Mütze. Ich finde die Mütze trotzdem wesentlich praktischer. Mhm. Oh, die machen bestimmt die Blöcke kaputt. Alter, sind die schnell! Danke! Oh, das war Mobbing. Ey! Ja, den Schutz gibt's offenbar nicht vor denen. Komm, in den Abgrund! Ja! Ich habe erwartet, der hält sich dann in dem Ding auf. Sind einfach lebende Dartpfeile. Ja, schon irgendwie. Komme. Nicht schiebbar. Ich habe ein Trauma von dem Suchlevel. Warte, nicht töten, ich will den zum Hochkommen nutzen. Eins ab. Komm, mach auf. Perfekt. Brava, Vogel. So macht man das. Komm, outmind ihn. Ja, genau wie ich. Ah. Du machst das. Oh, den okay, den nicht töten. Der muss auf der linken Seite sein. So, jetzt. Kannst du dich einmal umbringen, damit ich die Kamera hab? Danke. Ja, genau. Das hatte ich jetzt auch vor. Ist doch 100 pro was. Ja. Hier erwartet uns Spaß. Whee. Oh ja. Oh nein. Aber mehr, ich hatte kurz so einen kleinen Deck, deswegen bin ich jetzt... Geschafft! Sehr schön. Warum bist du nicht respawned? Wahrscheinlich, weil ich... Und wieso hab ich die Flagge bekommen? Du warst unter mir. Ich hab keine Ahnung. Komm. Wir nutzen die so hart aus. Ja. Kommt mal rauf. Und Cooper rein. Warte, ich geh weg. Ja, ich will den nicht in dein Gesicht werfen. Oh, warte. Das können wir doch bestimmt ausnutzen. Ich wollte gerade es so machen, wie du es dir vorgestellt hast. Du musst, glaube ich, mehr mittig sein, oder? Nee, man kann nicht mehrmals auf den hüpfen. Hab's gerade versucht. Eigentlich geht das. Ich habe letztens gesehen, dass es auf jeden Fall in dem Game geht. Weg. Der wollte aufstehen. Oh, shit. Die sind aber auch aggressiv, die Vögel. Mhm. Um Gottes. Oh, was? Warte, was hat er gesagt? Ich habe immer noch Herzklopfen. Dabei habe ich nur zugesehen. Über ihn ist irgendwas. Da oben ist irgendwas, ja. Wie machen wir das am besten? Möchtest du uns deine Geheimnisse preisgeben? Jetzt gibt es uns nie wieder was preis. Jetzt, ich hätte mir alle Wissen mit dem Elefanten vorstellen können, aber dann würdest du ihn ja standardmäßig hier bekommen. Vielleicht ist das eher so, dass wir das von oben aus öffnen. Das kann sein. Ja, guck mal, da ist doch diese Blume. Es könnte auch gut möglich sein, dass wir dann jetzt da durchkommen. Um Gottes Willen, Trauma. Ich habe den einen verfehlt, es tut mir leid. Ich lasse ihn ein bisschen zurückkommen, dann haben wir eine Sprungplattform. Okay, hab's. Ja, definitiv nach oben.
LOL! Oh, LOL! LOL! Die rennen weg vor uns, das geht. Um Gottes Willen, wir haben Zeitlimit. Ach du Scheiße. Ich nehme mal den Elefanten, um alles wegzuprügeln. Ich kann nicht prügeln. Nee. Lauf! Jetzt kommt mir gerade so Mario RPG-Style vor, ne? Wir können auch nicht hüpfen, Leute. Falls ihr fragen wollt. Alter, ich liebe einfach die Mechaniken von dem Spiel. Also jedes Level ist besonders. Ja, das ist echt cool. So, warte, der muss das aufmachen. Auf der Seite. Ja, die Seite. Okay, hier war nix. Aber hier bestimmt. Da unten 100 pro. Ja. Komm, du willst es und du weißt es. Der war offensichtlich. Oh. Ich weiß, wo ich ihn reinhauen lassen will. Ja, same. Braver Vogel. Aha. Die benutzen die Viecher einfach gegen sich selbst. Ja. Aber ich finde die geil. So, Weg ist frei. Sprint einfach. Genau, vergiss mich. Okay, ich glaube, diesmal kann nur einer von uns die Flagge holen. Außer? Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's irgendwie so geschafft. Okay, Anlauf und... Nein! Oh, ich hab die Sprungtaste nicht. Ich muss die Sprungtaste zwar gedrückt, aber irgendwie anscheinend zu spät. Keine Sorge, ich hab die Flagge. Außerdem zur Not nicht tragisch. Ich kann ja Oski nachholen. Also mit den Flaggen ist nicht weiter schlimm, die Münzen sind nerviger. Oh, noch ein Laden? Egal wie viel Schnee, wir haben immer geöffnet. Nichts ist uns wichtiger, als dass alle unsere Kunden aufblühen. Wow, Bombenwitz. Doch mal ein Wundersamen. Ich glaube, den Rest, den haben wir. Ich glaube, was wir brauchen, wir nicht. Der teilt sich, glaube ich, den Shop mit dem anderen. Mhm. Ach, hier ist doch 100 pro was versteckt. Erzähl's mir nicht. Ich weiß nicht. Was mache ich denn nur? Oh, kann man auf dem Weg, der hierher führt, wieder wandern? Da bin ich aber erleichtert. Er wurde nämlich blockiert, als ich gerade hier angekommen war. Seitdem sitze ich hier fest. Und der Weg ist hinter nach oben ist auch blockiert. Das ist echt der Gipfel. Apropos ha, Gipfel. Haha. Wäre echt schön, wenn man da wieder hinkäme. Die haben ja Bob-Jokes. Da ist wieder irgendein Abzeichen. Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel einfach aufgeben. Okay, was haben wir hier? Eine Kampfparty und Schwebehochsprung? Sehr interessant. Der klingt interessant und nützlich. Kriegen ein neues Abzeichen. Abzeichentest. Springe durch kurzzeitiges Schweben höher als normalerweise. Achso, ich dachte mit den Details zum Schwebesprung. Achso, so gesehen der alte Luigi-Sprung. Früher konnte Luigi ja so ein bisschen höher springen. Ja. Aber das ist so eine Mischung aus dem Luigi und dem Peach-Sprung. Weil du schwebst halt auch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ups. Ah! Ach du Kacke. Ich opfer mich. Ich hab gesagt, ich opfer mich. Ey, selbst dabei springst du wesentlich höher, wenn du so respawnst. Okay, hab's geschafft. Ich glaub an dich. Gerade so. Okay, das war jetzt auch meine Idee. Hui. Was würdest du? Ich wollte so die Pflanze skippen. Achso. Was hat die gefressen, um so groß zu werden? Nein! Du bist genau ins Maul reingeschoben. Okay, Anlauf und... Hab sie! Juhu! Fuck! Nein! Ich hab auch versehen noch... Was hast du getan? Ich wollte teabaggen und bin reingerutscht. Oh.
Ich hab die Mini-Rampe nicht gesehen. Ich bin gierig. Ja, keinen Druck. Nein! Ist das denn kack ernst? Jetzt die Kamera festgesetzt und ich komme da nicht mehr hoch. Ich konnte aber auch nicht anhalten in der Luft, ist das Ding, ne? Das wäre kontraproduktiv gewesen. Du bist zu schnell losgelaufen, das war das Problem. Ich wollte einfach so schnell wie möglich über die Piranhas rüber. Ich wollte gerade sagen, warte kurz. Naja, die Flagge haben wir, also... Toll gemacht, und wir haben sogar das Abzeichen, was wir gerade hören, das geschenkt bekommen. Wie immer. Soll ich es anlegen? Da da ein Kampfraum ist, würde ich tatsächlich eher dieses... wir haben von Anfang an einen Pilz nehmen. Damit wir zumindest den haben. Wirkliche Arena. Kampfrati. Die Pöge sind geschenkt, die Hammerbruder machen mir Sorgen. Zumindest irgendwas zum Kämpfen hätte ich gern. Toll, wenn du alle Gegner besiegt hast, ja. Wir können auch ein bisschen was auf Vorrat mitnehmen. Ich nehme mal eine Elefantenfrucht auf Vorrat mit. Und davon nehme ich mal eine auf Vorrat mit. Ja, ich bleib bei der Feuerblume erstmal. Ja, zu dem Kampf nehme ich auch lieber die Feuerblume. Ah, ja. Jetzt haben wir zweimal den Elefant. Egal. Kümmer du dich um die da links? Ich versuche den da rechts zu holen. Den links. Ich versuche hier da oben zu holen. Links-rechts-Schwäche oder was? Ja, wie immer. Oh, Scheiße. Und noch einer? Ach, man kann sich da dran hängeln! Ach so. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Schnell weiter, das geht auf Zeit. Oh. Aber ich hätte es auch jetzt hier. Ja, hol dir das Item, wenn wir im Raum sind. Kann ich nicht mehr! Oh! Du hast gerade das Item weggeworfen. Ach, scheiß ja, drauf. Da komme ich nicht mehr hin. Komm wieder runter! Verdient. Was heißt hier verdient? Du hast mich ein Item und ein Leben gekostet. Also ja, sehr wohl verdient. Ich konnte auf den Dingern nicht stehen bleiben, ne? Du hättest aber auch nicht direkt lossprinten müssen, wenn du sagtest, nimm mir das Item, dass die Kamera mitgezogen wird, war klar. Und tot. Warte mal, dann brauchen wir das da ja nicht. Dann nehmen wir lieber den Schwebesprung. Wenn wir hier eh hinterher geworfen bekommen. Ich glaube, die Blubberblasen könnten eventuell auch die Hammer einfangen. Ach, guck mal, von der vorherigen Runde. Wow. Hab einen. Hab ihn. Verdammt. Schnell rein. Mann, der hätte mich fast erwischt. 65 Sekunden haben wir. Und? Ja, gerade so alle 10. Boah. War knapp. Das stimmt. Tolles Bild. Ich liebe diese Bilder. Die sind manchmal echt geil. War hier unten ein Level? Hier unten war ein Level. Würde ich das bevorzugen, bevor wir das andere dann noch machen. Guck mal, hier hätten wir diese Pfahle auch kennengelernt. Ja. Das wird dann aber auch das letzte Level für heute, ne? Ja. Von Fall zu Fall. Wir wissen, dass wir uns dann hangeln können. Aber die gehen auch wieder zurück irgendwann. Oh, mein neuestes Lieblings-Item neben den Elefanten. Ja. Ey, guck mal, der flieht von den Blasen. Ich finde das Ding schon cooler, muss ich ehrlich sagen. Hier wäre was gewesen, hier hätten wir glaube ich noch... Warte, da ist ja noch einer. Rum. Ich hole kurz einen. Vorsicht, dass du den nicht verlierst an dem Ding. Schon kurz mit. Du musst das Ding da schnell aktivieren. Ja, bin ich dabei. Habe ich. Ach, verdammt. Egal. Was wert, die 5 Münzen. Okay, es waren nur ein paar Münzen, aber... Was wert. Ja. Das Handeln macht Spaß. Tatsächlich, ja.
Hab Spaß damit! Oh! Das war nicht mal in meiner Absicht. Ich würde angerufen. Ach, man kann das auch nicht erneuern. Okay, die 10 Münze haben wir. Wir haben keinen Cooper zur Verfügung, ne? Ja, nee. Da war nämlich noch mal so ein Leuchteding. Ah, okay. Ja, den muss man leider für das andere, glaube ich, benutzen, deswegen. Mit dem Elefanten könnte man es auch aufprügeln, deswegen mache ich auch den Elefanten. Ja, ich finde das Ding sogar cooler, weil das der Elefant, ich weiß nicht. Ich komm mal. Okay, komm mal ran. Genau deswegen bin ich erstmal hochgegangen. Ah, hier rechts, hier rechts. Guck mal, jetzt bleibt es dauernd aktiv. Oh, der Geldregen. Oh, oh. Nein! Oh, das. Ah, da hat der Lag mir gerade leider reingespielt. Ich finde die Seifenblasen, wie gesagt, cooler eigentlich. Aber hey, das ist. Da ist was für dich. Die rennen richtig, sobald sie die Seifenblasen sehen. Stimmt. Okay, ich hätte es nochmal aktiviert, wenn du es gebraucht hättest. Ich versuche den Cooper da oben zu treffen. Ich habe das Ding gesehen und dachte mir, da muss was sein. Eigentlich schon, ja. Okay, ich weiß, was mein Plan ist. Jetzt ist hier durchgehend aktiv. Sind wir so gierig? Ich weiß ja nicht, ob wir gierig sind. Danke. Hui, ich habe die Münze verfehlt. Ich habe sie, glaube ich, geholt, aber ich weiß es nicht. Sind ein Dream Team. Wer was anderes behauptet, der erzählt Lügen. Genau. Wir haben uns noch nie gegenseitig umgebracht. Genau. Okay, ich wollte nur gucken, ob da was leuchtet. Ah, warte, wie greift man das? Genau, das hätten wir machen. Mit derselben Taste, mit der du sprintest. Ah, okay. Der sah anders aus? Habe ich gar nicht gemerkt. Anscheinend. Oh, lustig! Wie machst du das so schnell? Ich hatte einfach die Sprint-Taste gedrückt. Ah, okay. Man könnte hier so hart durchspeeden. Wenn man wollte. Oh nö, wir müssen schon wieder so 5 Dinger einsammeln. Warte, hier unten ist eine. Nee. Hab sie? Ich hole die andere. Ja, sehr schön. Und jetzt denselben Weg wieder runter. Auf höchstmögliche Art und Weise. Ja, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hui! Oh, schade. Warte mal. Wir werden der Stelle. Ja. Oh. Der Schwebesprung hilft auch gut, an die Flagge zu kommen. Ja, das stimmt. Der ist echt cool. Ich glaube, den behalten wir. Ich finde den teilweise praktischer als die Mütze, weil man höher kommt. Ja. Und man fällt ungefähr genauso langsam. Das ist wahr. Also der Schwebesprung ist super, den behalten wir, der ist toll. So. Ey, ist nicht so, als ob wir den verkaufen könnten, ne? Oh, guck mal, da haben wir ja direkt was fürs nächste Mal. Über den Wolken. Verschnaufpause.
Das ja, eine Verschnaufpause braucht man nach den zwei Parts. Ja. Vor allem nach diesem Rätsel-Level. Das war nett. Das war aber auch so ultra versteckt. Ja. Okay, Leute. Ich sage an der Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao, ciao.